Ja, ich bin ja heute im schönen Wesselburen. Das ist ein schönes Kleinod, wo es mehr zu sehen gibt, als man denkt. Und interessanterweise war die Stadt, obwohl sie wenig bekannt ist, sogar schon Drehort für einen Kinofilm. Und was das alles mit Kartoffelsalat zu tun hat, das erzähle ich euch heute. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Video heute aus dem schönen Wesselburen. Wenn ihr wissen wollt, welcher Kinofilm hier gedreht wurde, dann schaut das Video doch am besten bis zum Ende, denn da werde ich dann genauer auch darauf eingehen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was es hier Schönes in Wesselburen zu sehen gibt. Das Wahrzeichen ist natürlich die Kirche hinter mir und mit der fangen wir jetzt einfach auch mal an. Und dann werde ich euch noch ein paar viele schöne andere Gebäude und Sehenswürdigkeiten zeigen. Die Kleinstadt Wesselburen wurde auf zwei Wurten erbaut. Auf einer der beiden Wurten steht die Kirche St. Bartholomäus. Sie befindet sich in der höchsten Stelle der Stadt, weswegen sie eine markante, weithin sichtbare Landmarke darstellt. Früher diente die Kirche nämlich während Sturmfluten als Zufluchtsort für die Wesselburener Bürger. Eine Wurt oder Warft ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel im Tiefland zum Schutz vor Sturmfluten. Viele Orte in Dithmarschen, Nordfriesland verfügen über solche Warften. Das Kirchspiel von Wesselburen entstand vermutlich bereits im 12. Jahrhundert. In dieser Zeit entstand hier auch das erste sakrale Bauwerk, von dem nach einem Brand 1736 lediglich die gotisch-romanischen Außenmauern stehen blieben. Für den Wiederaufbau wurde der württembergische Architekt Johann Georg Schott angeheuert, der das Gebäude zu einer in dieser Region einzigartigen Barockkirche umbauen ließ. Das Dach wurde dabei so gestaltet, dass es an einen Hauberg, ein typisches Dithmarscher Bauernhaus, erinnert. Einzigartig für die Region ist auch die Zwiebelspitze des Kirchturms. Vielfach wurde die Meinung vertreten, dass dies eine Reminiszenz an die vielen Zwiebeltürme in St. Petersburg sei, da Zarentochter Anna Petrovna die Ehefrau des holsteinischen Herzogs Karl Friedrich war. Wahrscheinlich orientierte sich Schott jedoch lediglich an den Zwiebeltürmen in seiner süddeutschen Heimat. Rund um die Bartholomäuskirche befindet sich auch der Wesselburener Marktplatz. Hier befinden sich auch die alte Kirchspielschreiberei, in der sich heute die Stadtverwaltung befindet, und eine der ältesten Apotheken der Region. Ein weiteres Wahrzeichen von Wesselburen ist auch die Katzenschloss genannte Villa Asmus. Diese wurde 1904 von dem Wesselburener Bankier Julius Asmus erbaut. Jedoch starb Asmus bereits 1905 in der Hochzeitsnacht seiner zweiten Ehe. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente es nach mehreren Besitzerwechseln in der Vorkriegszeit zeitweilig als Flüchtlingsunterkunft. Von 1988 bis 1997 betrieb hier nachfolgend eine Hamburger Familie eine Luxuskatzenherberge, wodurch das Gebäude zu seinem Namen kam. Seit 2000 ist es wieder in Privatbesitz. Bekannt ist Wesselburen auch als Geburtsort des Dramatikers und Dichters Friedrich Hebbel. Sein Geburtsort befindet sich am Rande der Innenstadt an der Bahnhofstraße. In der Österstraße befindet sich zudem ein Museum zu seinem Werk. Heute wird er zu den bedeutendsten deutschen Autoren des Realismus gezählt. Im Gebäude des Hebbel-Museums befand sich im Mittelalter die Wesselburener Kirchspielsvogtei. Wesselburen ist ein wichtiger landwirtschaftlicher Produktionsstandort. Rund um die Stadt werden vor allem verschiedene Getreidesorten sowie Kartoffeln, Kohl und Rüben angebaut. Zudem hat in Wesselburen die 1872 gegründete J. Stöfen GmbH ihren Sitz. Das Unternehmen ist vor allem mit der Herstellung von Tierkraftfutter tätig. Das große Silo des Unternehmens ist wie viele Silos der Region weithin sichtbar. Unmittelbar am Firmensitz befindet sich auch der zum Haltepunkt herabgestufte Bahnhof Wesselburen. Im Hinblick auf die Verkehrswende sollte der Bahnhof wieder zweigleisig ausgebaut werden, um den Takt auf der Bahnstrecke zwischen Heide und Büsum verdichten zu können. Ferner sollte hier die Firma J. Stöfen eventuell mittels eines Verladegleises angebunden werden, um Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Beides ist aktuell leider nicht in Sicht. Kirche mit Zwiebelturm, Kartoffelfelder und kleine Hügel. Für einen kurzen Moment habe ich in Wesselburen vergessen, dass ich nicht in der Pfalz, sondern in Dithmarschen bin. Daher präsentiere ich euch mal in den Infokarten meine Playlist mit Videos aus der Pfalz. Ja, ich habe gerade selber festgestellt, wie toll hier eigentlich die Kulisse ist. Da wundert es nicht, dass hier ein Kinofilm gedreht wurde. Und dieses Schulgelände da hinter mir, das ist der Schulkomplex Eider Nordsee.
Und dort gibt es einen Teil, der hieß früher Friedrich-Hebbel-Schule. Und dort wurde vor, ich glaube, das ist mittlerweile schon fast 10 Jahre her, ein Film gedreht. Und zwar der Film Kartoffelsalat des Wesselbochener YouTubers Fresh Torgen. Leider habe ich jetzt heute Fresh Torgen nicht getroffen. Ich habe mich nämlich nicht getraut, ihn anzusprechen. Dann, ja, hier, lass uns mal treffen. Ich will mal ein Video über dein Städtchen machen. Und tatsächlich war, bevor ich hier nach Dithmarschen kam, Wesselbuchen die einzige Stadt, die ich kannte, weil ich habe früher, als das so mit YouTube losging und Fresh Torge war ja der Erste, ganz viel Fresh Torge geschaut, aber irgendwann fand ich seinen Humor gar nicht mehr so lustig, da bin ich sogar ganz ehrlich. Aber ich habe trotzdem mir den Film Kartoffelsalat reingezogen, allein schon, weil so viele bekannte YouTuber da mitgespielt haben. Und da der ja vor allem auf dem Gelände der Schule spielt, in die Leo Weiß, also die Rolle von Fresh Torge, in seinem Kinofilm geht, ist eigentlich nur diese Schule wirklich Kulisse im Film. Denn man sieht ansonsten von der schönen Stadt Wesselburen recht wenig. Und deshalb dachte ich mir, ich zeige euch mal Wesselburen. Und manchmal sind die kleinen Orte die guten Filmkulissen. Auch ich habe euch in letzter Zeit oder allgemein schon öfter auf diesem Kanal ja immer wieder Orte gezeigt, die eigentlich ideale Filmkulissen wären, weil sie eben noch sehr beschaulich sind und daher ganz interessant sind. Eine dieser Städte, die eine gute Filmkulisse wäre und tatsächlich auch mal Filmkulisse war, und zwar in der Serie Kleinstadtbahnhof, ist die kleine Stadt Plön, ebenfalls hier in Schleswig-Holstein. Und dazu werde ich euch hier am Ende ein kleines Video verlinken, denn da war ich neulich sogar mal. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch ja demnächst mal wieder in Wesselburen. Oder ihr seht mich bei Fresh Torge, weil der mein Video gefunden hat. Das wäre natürlich irgendwie cool. Bis dahin, ciao!